Ohio und damit willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 2. Im letzten Part haben wir den Schreckweg 0915 erhalten und sind hier, naja, stehen geblieben. Und Luigi sagt auch schon, hallo. Joho. Joho. Und dann wollen wir auch mal gleich fortfahren. Und hier sollten wir aufpassen. Die sind nämlich nicht so freundlich. Aber mal durchrennen. Augen zu und durch. Klappt doch. Wollen wir mal weitergehen. Und die nächste Tür. Verdammt nochmal, diese verdammten Schlüssel, ne? Luigi, Luigi! Da kommt ja nie drauf, denken sie sich, wa? Und die zeigen uns das quasi. Erstmal abhauen, wa? Okay. Wollen wir uns das doch mal beschaffen. Was ist das denn? Was war das? Ich weiß es bis heute nicht, was das ist. Okay, ich hab's ja auch mal. Den Anfang muss ich auch so geben, habe ich schon ein bisschen gezockt hier. Um mit der Steuerung mich etwas vertraut zu machen. Aber mehr auch nicht. Also wie gesagt, Let's Play von der ersten Villa gesehen und... Naja. Anfang ein bisschen angezockt hier. Die erste Mission so. Anruf von Professor Igitt. Luigi, siehst du den runden grünen Apparat dort rechts an der Wand? Das ist ein Türschloss. Aktiviere es einfach, indem du es mit dem Strob... Aller Wetter, deinem Schreckweg 0915 fehlt ja der Stroboblitz. So kriegst du die Tür nie und nimmer auf. Der Stroboblitz ist klein und grün und kugelig. Die Geister haben ihn sicher versteckt. Das Ding haben wir doch gesehen. Das liegt doch auf dem Kronleuchter. Er kann nicht weit weg sein. Such ihn! Gut, dann wollen wir ihn mal besorgen. Der liegt ja da oben. Da werden wir leicht drankommen. Was haben wir hier? Guck mal da oben. Links. Seht ihr das? Ein Edelstein. Oder was auch immer das ist. Niemand weiß es. Ich finde das auch so geil, wenn Luigi quasi mitsingt, also Charles Martini oder wie auch immer da ausgesprochen wurde, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie so hieß er ja. Wenn er hier quasi mitsingt, das finde ich auch immer so genial, ohne Witz. Und jetzt haben wir den Stroboblitz. Ja. Ja, meins. Hoho. Ho. Yeah. So. Wo kommt das wohl hin? Ich glaube auch, Luigi, da kommt es hin. Ziemlich hell, wa? Professor Igitt ruft wieder an. Er ruft schon wieder an. Er ruft schon wieder an. Warum gehen wir nicht dran? Okay, wir gehen ran. Holla, mein Lieber! Vorsicht mit der Blitzerei! Der Stroboblitz ist kein Spielzeug, sondern eine unabdingbare Hilfe. Mit ihm kannst du zum Beispiel Türen mit grünen Sensoren dran öffnen. Du musst nur zielen und kurz A gedrückt halten. Versuche es gleich mal mit der Tür rechts. Wie lange kann ich aufsammeln? Braucht man eigentlich für irgendwo das ganz aufladen? Ich glaube nicht, ne? Aber erst wollen wir da oben hingehen, dabei da ist auch noch so ein Sensor. Bam! Money Rain, Mann! Mein Geldschein ist nach unten geflogen. Schnell rennen, bevor er weg ist! Geld! Mein Geld! Ich habe ihn noch bekommen. Mein Geld. Und bevor wir jetzt rechts reingehen, gehen wir nochmal zurück, weil wir haben da ja doch auch noch einen gesehen. Einen grünen Sensor, falls ihr noch wisst, wo ich das jetzt meine. Und hier sollte man einfach nur durchrennen, sonst wird man getroffen. Ach, warte mal. Seht ihr das hier? Secrets over Secrets. Alles mitnehmen. Mein Geld. So. Wo ist Luigi hin? Bug, wo ist Luigi?
Ach, da ist er wieder. Du, 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 du. Oh. Hallo? Blitzsauber, mein Lieber. Aber das war noch nicht alles. Du kannst Geister mit dem Strohblitz blenden. Erst dann lassen sie sich aufsaugen. Verstanden? Dann los, zeig diesen Rabauken, mit wem sie es zu tun haben. Okay, werde ich tun. Aber erstmal wollen wir hier durch. Weil wir haben da doch einen Hund gesehen und der hat doch was vergraben. Wollen wir doch mal holen, oder? Das sind Mäuse. Und Mäuse werden zu Geld. Wie man das schon so sagt, gib mir mein Geld. Wollen wir auch mal da oben den holen? Was haben wir denn da? Wowie. Und wieder ruft Professor Eugid uns an. Was sehe ich denn da? Du sammelst Juwelen, mein Lieber? Das lobe ich mir. Jeder dieser Klunker ist ein Unikat und enorm viel wert und enorm wertvoll. Vergiss nur nicht, dass du neben der Juwelenjagd auch Aufgaben zu erfüllen hast. Du kannst all deine Kleinöden später hier im Gitspeicher bewundern. Ganz umsonst. Cool. Okay, kann man da auch rein? Nö. Hier ist das Loch des Hundes. Aber naja, das soll nicht weiter stören. Wir gehen aber mal weiter. Das ist so eine Art Nebenquest, würde ich mal behaupten. Diese Klunker einzusammeln. Aber sollte nicht verkehrt sein, oder? Nö. Da können wir auch nochmal dran ziehen, oder? Zack, gib her. Gib her. Und nochmal ein Geld. Bisschen Geld. Geld, 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 Geld. Regiert die Welt. So. Dann wollen wir mal weitergehen. Und renn, Luigi. Go, Luigi. Go, Luigi. So. Übrigens, das ist mein erstes Projekt, wo ein Luigi dabei ist. Muss man jetzt auch mal erwähnt haben, oder? Das erste Mal, dass Luigi auf meinem Kanal drauf vorkommt. Glaube ich zumindest. Aber naja. Okay, was haben wir hier so Schönes? Immer alles untersuchen ist meine Devise in diesem Spiel. Geld kann man hier eh nicht genug haben. Kann man alles gebrauchen. Kriegt man nämlich so genannte Boni. Und die sind unabdingbar. Sollten wir auf jeden Fall viel Geld einsammeln. Rate ich jeden zumindest. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Teppich? Nö. Aber die Wand da. Sieht er das hier? Das lädt doch geradezu dazu ein. Zieh dran. Geld, 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 Geld. Mein Geld. Okay. Dann wollen wir mal weitergehen. Auf die Toilette. Und dann ins Waschbecken. Okay, das war wohl nicht Luigis Plan. Okay, erstmal hier noch alles untersuchen. Der Teppich. Der geht sogar hier. Den kann man sogar wegziehen. Krass. Wie kommt so ein Goldklunker durch so etwas da durch? Kann mir das jemand erklären? Alles einsaugen. Oha, was ist das denn? Nimm mit! Mein Geld! Was macht der Geldschein da? Den gesehen? Der flog wohl in der Luft? Okay. Zieh! Oh mein Gott, wir spannen bei deinem Duschen. Wir haben gespannt. Wir sind ganz üble Spanner. Oder sagen wir einfach mal, Luigi ist ein ganz übler Spanner. Luigi, was fällt dir ein? Die Dusche machen wir aber auch nicht aus, weil wir es können. Okay. Was willst du denn? Wo ist er? Da ist er! Komm her! Den hätten wir. Kommt da wer? Auch hinter mir. Komm her! Noch irgendwer? Nee, das war's. Zwei Stück gleich. Ah ja, stimmt, die haben wir auch gesehen, die beiden. So. Alles meins. Oh, hier sind mehr Geister jetzt. Was machen die denn hier? Die stiften Unruhe. Ach ja, genau. Erst blenden! Komm her, du! Komm her! Ich krieg dich! Es wäre doch gelacht, wenn ich euch nicht einsammle. Aber jetzt erstmal das Geld einsammeln, ne? Bevor es weg ist. Komm her, du!
Ist gerade ungünstig mit meinem Monitor, der ist gerade wieder ausgegangen. Ich muss das erstmal einstellen. Habe ich gar nicht dran gedacht. Aber naja, die Aufnahme läuft ja noch. Deshalb so wild, ihr merkt das gar nicht. Famos gemacht, Luigi. Geradezu geistreich. Hehe, Geist. Reich. Da fühlt man sich doch gleich wieder wie früher, nicht wahr? Na, das reicht auf jeden Fall fürs Erste. Ich hole dich in den Unterschlupf zurück. Ciao. Okay, wir haben die erste Mission abgeschlossen. Und ich werde mal gucken, dass ich meinen Monitor jetzt hier gerade, während dieser Anzeige da kommt, eingestellt kriege, weil das ist echt ein bisschen nervig. Okay, jetzt auf die Schnelle krieg ich es nicht hin. Egal, soll mich nicht stören. Ihr merkt das ja eh nicht, von daher ist es egal. So, benötigte Zeit 14 Minuten, gefangene Geister 6, verlorene Herzen 0, Reichtümer 865, ja. Drücke A. Okay, wir drücken A. Oh mein Gott, wir werden weggefoxelt. Ta-ta-ta-ta-ta. Du bist wieder zurück und versehrt und alle Foxeln noch dran. Wunderbar gemacht, mein Guter. So setzen wir den Tobabo im Nu ein Ende. Dann schauen wir mal, was du mit deinem Schreckweg 0915 so alles aufgesorgt hast. Okay, was kommt da jetzt? Okay, wir sollen das da reinstecken. Oh, es saugt aber kräftig, ey. Neues Juwel gefunden, drücke A. Okay, neuen Geist, Master in Wunds, 4 Wunds. Interessant. Reichtümer, ziemlich viel. Okay, wir haben schon fast ein neues Extra freigeschaltet. Interessant. Fabelhaft! Ich muss diese Geister sofort gründlich studieren. Bitte, wo dieser Schlauch gerade eben hinführt? Na ganz einfach, alles was du sammelst, landet unten in meinem super sicheren Git-Speicher. Schau ruhig mal dort vorbei. Im Speicher findest du allerlei nützlichen Informationen. Jeder Geist wird akribisch von mir beschrieben und überaus wichtig für die wissenschaftlichen Kanonen. Zur Bestimmung ihrer Maße hilft mir eine besondere Einheit, die auf Erdgeister geeicht ist. Die aigittische Wichtellunze. Kurz Wunz. Oder auch schlicht W. Famos Luigi, nicht wahr? Die ganze Welt wird einmal das Gewicht von Geistern in Wunzen messen. Da bin ich mir sicher. So, dann will ich die Gruselvilla mal flugs auf Paranormalitäten und dererlei Phänomene analysieren. Der Goomba soll mich holen, wenn das Winzermundstück nicht dort irgendwo versteckt ist. Der Goomba soll mich holen. So, Schreckweg 0915 haben wir erfüllt mit 2 Sternen. Da fehlt noch eine Anzeige. Zahnräderjagdstände jetzt an. Aber ich will mir erstmal den Git-Speicher jetzt ansehen. Zurück. Git-Speicher. Was haben wir denn hier so? Auswahl. Wollen wir uns mal den Git-Speicher ansehen? Okay, wir fliegen einfach runter. Interessant. Geistergehege, Juwelen, freispielbare Extras. Was auch immer. Geistergehege. Gucken wir uns mal Geistergehege an. Okay, da sehen wir schon 2 neue Geister. Nachtschattentalgeister. Wirrwarrturmgeister. Oha, wie sehen die denn aus? Gucken wir mal an, wir haben hier nur einen. Hill. Rauszoomen und reinzoomen. Na, was geht so? Okay. Mehr kann man hier einen so nicht sehen. Juwelen sammeln, da haben wir hier einen. Ich wollte mir den sowieso schon mal ansehen. Okay, hier kann man nicht wirklich viel sehen. Freispielbare Extras, sieht man das hier? Nö. Dann können wir ja wieder zurückgehen. Okay, was passiert jetzt, wenn wir zurückgehen? Nicht, das fliegt jetzt hoch. Okay, cool. Interessant. Wo soll's hingehen, Luigi?
Ich würde sagen, ins Finstermond-Abenteuer, aber das erst ins im nächsten Part. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Dies, das, Ananas, haut rein. Bis dann und ciao!